Wir sind jetzt hier bei Lenz und sprechen mit Herrn Lenz persönlich. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Firmenjubiläum der Firma Lenz. Welche Spur 0 Modelle sind denn neu für uns? Neu sind eigentlich keine, wirklich neu sind keine der Modelle. Was wir in diesem Jahr gemacht haben mit unserem Anzeiger ist, zeigt auch schon die Überschrift, das ist das, was Sie für 2019 erwarten können. Also wir haben jetzt die Modelle, das, was wir vorstellen, die heftige Absicht, das auch alles in diesem Jahr zu bringen. Ja, das erste Modell ist die Baureihe 94. Die 94, die ist bereits in Arbeit. Die Chinesen feiern ja jetzt ihr Neujahr und da geht immer ein Monat verloren. Aber im Anschluss wird die 94 auch schon in den Markt kommen. Und welche Varianten wird es da geben? Also das Mindeste ist immer eine DB, eine DR. Bei der 94 werden wir 2 DB machen, also eine mit der berühmten Rickenbach-Gegendruckbremse. Aber ursprünglich vorgesehen war die 94 ja für den schweren Rangierdienst und da haben sie diese Bremse nicht gebraucht. Und deswegen gab es in vielen Bahnhöfen die Lok auch ohne diese Bremse. Also wir werden 2 DB-Versionen mit und ohne Rickenbach, eine DR-Version und dann wird später auch nochmal eine, wie sagt man heute so schön, Special Edition kommen mit der Rennsteigmaschine. Und wann erfolgt da die Auslieferung? Ja, wenn die Chinesen aufhören zu feiern. Also ich denke Ende März, Anfang April, das werden wir schaffen. Eine weitere preußische Dampflok ist ja die Baureihe 38. Ja, also was Lokomotiven angeht, liebe ich die Preußen. Die Baureihe 38 ist fast eine Kultlokomotive, die sollte man haben, ist auch schön, toll, sehr vielseitig einsetzbar und sehr lange auch bei der DB noch gelaufen, bis in die 70er Jahre hat es diese Maschine noch gegeben. Da wird es aktuell auch, ich glaube, 4 Versionen geben, denn es gab sie mit dem Tender von der Baureihe 50, den wir hier sehen mit dem sogenannten Wannentender. Es gab ihn original mit dem Kastentender, da hat man schon automatisch 2 Versionen gemacht. Dann gibt es wieder eine Reichsbahn, eine DR, also eine Reichsbahn, fuhr ja in der DDR. Wenn wir die Epoche 2, die hieß auch Reichsbahn, aber die nennen wir dann DRG. Und eine solche Maschine wird es dann auch noch geben. Also, und wann können wir die Modelle erwarten? Im Anschluss an die 94. Okay. Also Mitte des Jahres, spätestens. Dann haben Sie ja noch mehr preußische Lokomotiven im Sortiment. Ja, in der... Also mit der Konstruktion fertig im Formenbau ist die 55 und die 56, wobei man genau eigentlich noch eine Zahl dahinter nennen muss. Aber die Modellbahner wissen genau, wenn man 55 sagt, welche man meint. Und wenn man 56, sollte man 56.2 sagen. Das ist nämlich ein Umbau aus der 55 in eine, ja, Lok mit einer, die hat dann ein Vorlaufrad, die kann etwas schneller fahren. Da verteilt sich das Gewicht etwas besser, dann war die auch auf Nebenstrecken zugelassen, wo die Achslast geringer sein müsste. Ne? Und diese beiden, die kommen dann auch jeweils DB, DR, DB, DR und ja, Zeitpunkt. Okay, welche Bauartunterschiede wurden da berücksichtigt? Ist, ne? Die Bauartunterschiede zwischen der 55 und 56? Ja, das ist im Wesentlichen auffällig. Dieses Vorlaufrad. Vorlaufrad ist das ganz da vorne. Nicht? Das sorgt dann für eine etwas bessere Gewichtsverteilung, für eine bessere Kurvengängigkeit und damit auch für eine höhere zugelassene Geschwindigkeit. Es gibt noch eine ganze Menge anderer Änderungen, weil der Kessel der Lokomotive wurde ein Stück nach vorne geschoben und all solche Dinge. Aber die berücksichtigen wir eigentlich alle. Ja.
dann soll es ja eventuell noch weitere Dampfloks geben. Eine weitere Dampflok. Wenn, also wir sprechen ausschließlich, es wird noch, wie ich hoffe, viele Dampfloks geben, aber wir sprechen ja über 2019 und wenn dann noch Luft nach hinten ist, dann wird die 74, die Baureihe 74 noch erscheinen. Das ist eine 1C, auch wieder eine Preußin. Aber ich kann allen Nicht-Preußen-Fans sagen, im nächsten Jahr kommt dann auch die BR70, auch schon mal angekündigt. Und das ist eine bayerische. Also. Welche digitalen Funktionen haben die Modelle? Ja, die entsprechen dann mehr oder weniger unserem Standard, nicht? Den größten Teil nehmen die unterschiedlichen Soundfunktionen in Anspruch. Dann kommt, alle unsere Lokomotiven haben eine ferngesteuerte automatische Kupplung, nicht? Haben einen super geräuschlosen, für langsamste Fahrten geeigneten Motorantrieb. Nicht? Das ist eine einmalige Geschichte, die gibt es nur bei der Firma Lenz, sonst in der ganzen Welt nicht, zumindest nicht in der Modellbahnwelt. Und ja, Licht, Beleuchtung und all diese Dinge, also sie sind diesbezüglich eigentlich komplett. Der Kranwagen, der bildet eigentlich eine Ausnahme, weil hier haben wir zum ersten Mal ein 3D-Modell. Normalerweise zeigen wir keine 3D-Modelle, sondern das, was wir zeigen, sind immer Formteile. Und das zeigt oder beweist, wir haben ja schon was getan, wir haben ja schon was investiert, denn der Formenbau kostet ja einen Haufen Geld. Aber bei diesem Fahrzeug, bei diesem Kran, da haben wir mal mit 3D-Modellen angefangen, weil, und da haben wir sehr viel Zeit gebraucht dafür, der kleine Kran soll aber alle Funktionen haben, wie das große Vorbild. Man sieht hinterher sicherlich an dem Foto, der ist ja eigentlich winzig. Und da müssen dann vier Motoren rein und die Steuerung, die Getriebeuntersetzungen und so weiter. Das war schon eine Herausforderung. Gezeigt haben wir ihn jetzt, weil wir die Probleme gelöst haben. Eine weitere Innovation ist ja das Drehgleis. Das da. Genau. Ja, das ist jetzt eigentlich soweit fertig. Es hat sich schon auf der letzten Messe gedreht. Ne? Aber da gibt es auch noch immer so ein paar Kleinigkeiten. Wollen wir aber in dem Jahr auch ausliefern. Haben Sie noch einige Neuauflagen geplant? Der Markt für die Spur Null wächst. Und dann gibt es eine ganze Menge neuer Spur Nuller, die gerne diese früheren Sachen auch hätten. Da haben wir gesagt, okay, dann legen wir es wieder auf. Dazu gehört der Schienenbus. Dazu gehört die V60 und die Umbauwagen, die vier Y. Ja. Zu guter Letzt, Sie erweitern Ihre Garantie. Wobei wir hier eine Einschränkung machen für Digital Plus, also für die Digital, können wir uns erlauben, aufgrund der Erfahrungen, die wir machen mit Sachen, die zurückkommen und so weiter. Wir sagen, okay, wir geben Ihnen jetzt 6 Jahre Garantie darauf. Wir machen das im Grunde genommen auch bei der Spur Null. Alle unsere Kunden wissen, dass wir da einen vergleichsweise guten Service haben. Nur können wir dort nicht alles über diese Zeit garantieren, weil wir es dann selbst nicht mehr haben. Wenn jetzt hier so irgendein Teil abbricht, dann müssen wir es auch erst einmal noch haben. Und es wird schwer, je mehr Lokomotiven man in den Markt bringt. Die besteht aus fast 1000. Diese Dampflok besteht aus 1400 Einzelteilen. Die kann ich nicht dahin legen. Das ist nicht mehr überschaubar. Also hier zu sagen, wir geben euch 6 Jahre Garantie, das wird ein bisschen schwer. Wir bemühen uns, auch wenn nach 6 Jahren so eine Lokomotive eingeschickt wird, die wieder hinzukriegen. Aber wir können es möglicherweise nicht mehr so ganz originalgetreu oder man sieht vielleicht bei der Farbe irgendetwas. Ne? Da wird es dann schwer. Okay, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Wir freuen uns auf Ihre Neuheit. Ich mich auch.